Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir möchten Sie heute begrüßen und Ihnen die Excos in Gera vorstellen. Ich würde zunächst mal die Beteiligten für Sie vorstellen wollen. Das ist zu meiner Rechten Andrea Schramm, die Geschäftsführerin von der Kindervereinigung e.V. Gera und Mitglied der Excos. Hallo. Das ist zu meiner Linken Danny Willmann, auch Mitglied der Excos in Gera und natürlich auch der Kindervereinigung e.V. Gera. Will nichts sagen heute. Achso. Und das ist ganz außen unsere liebe Kollegin Sibylle Thomae, ist auch Mitglied der Excos in Gera und der Kindervereinigung e.V. Gera. Mein Name ist Svea Wunderlich. Ich bin auch Mitglied der Kindervereinigung e.V. Gera und Projektkoordinatorin des Tinker-Projekts Gera. So, dann möchten wir gerne beginnen. Liebe Andrea, die Excos ist verantwortlich für das Bundesprogramm Demokratie Leben. Was heißt denn Bundesprogramm Demokratie Leben für Gera? Also Bundesprogramm Demokratie Leben ist ein Programm, was durch das Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend ins Leben gerufen worden ist und seit 2011 bereits hier in Gera, früher unter dem Namen Toleranz fördern, Kompetenz stärken, durchgeführt wurde. Und seit 2 Jahren heißt Demokratie Leben. Hier geht es darum, Projekte zu entwickeln, die in die Mitte der Gesellschaft reichen, die Demokratie schulen, die Vielfalt im Leben entwickeln und sozusagen das Leben in Gera auch bunter gestalten helfen. Excos ist ja ein Begriff, der uns jetzt hier begleitet. Excos, was heißt denn das genau? Also Excos unterliegt eigentlich dem typischen Abkürzungsfimmel in Deutschland. Aber wenn wir das aussprechen, klingt das relativ lang. Also ausgesprochen heißt das externe Koordinierungsstelle des Bundesprogramms Demokratie Leben, des Bundesministeriums für Familie, Senioren und Jugend, für Partnerschaften in Gera. Und wenn man dann das alles am Telefon sagt, hinterher, hallo, hat der andere aufgelegt. Deswegen heißt die Abkürzung dafür externe Koordinierungsstelle. Die liegt in Trägerschaft der Kindervereinigung e.V. Gera, die das vor 2 Jahren übernommen hat. Und es gibt natürlich auch noch eine lokale Koordinierungsstelle, die liegt in Verantwortung der Stadt Gera am Dezernat Soziales und heißt abgekürzt LOKOS. Da könnt ihr froh sein, dass ihr die Excos seid, sozusagen. Ja, sozusagen. Auf jeden Fall. Aber ist egal, jeder hat seinen Aufgabenbereich, deswegen gibt es die Unterteilung über die lokale Koordinierungsstelle. Wer wird der Antrag beim Bund und auch beim Land gestellt? Und wir sind diejenigen, die hier vor Ort den Begleitausschuss betreuen. Wir betreuen die Projekte, wir recherchieren, wir unterstützen bei Antragstellungen, bei Abrechnungen, bei Öffentlichkeitsarbeit und alles, was so mit Projekten zu tun hat, arbeiten mit den Vertretern des Gemeinwesens, mit politischen Vertretern, mit vielen Vereinen und Verbänden zusammen und versuchen sozusagen jeden dahin zu unterstützen, dass sie ihr Projekt dann im Endeffekt auch finanziell unterstützt bekommen. Das klingt alles sehr interessant. Du als Geschäftsführerin der Kindervereinigung e.V. Gera hast bestimmt durch deine langjährige Arbeit einfach da den Dschungel der Vereine schon längst durchdrungen. War es einfach für Projekte jemanden zu finden oder war es das nicht? Also den Dschungel, ja, es ist über sich. Man lernt sich mit der Zeit kennen, kann ich so sagen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man wahnsinnig viele Leute kennt. Es macht die persönliche Ansprache vieles einfacher, wenn man aufeinander zugeht. Und trotzdem müssen wir feststellen, deswegen sitzen wir ja eigentlich auch heute hier und unterhalten uns über das Thema, dass es nicht immer ganz einfach ist, anderen klarzumachen, dass man mit kleinen Mitteln, mit wenig Aufwand und mit ganz tollen, innovativen Ideen eigentlich für die Stadt etwas tun kann. Und das ist Ziel des Projektes, Partnerschaften für Demokratie in Gera zu entwickeln und zu schaffen. Danny, vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären und auch den Zuschauern mal erklären, was sind denn für Projekte eingereicht worden bisher im Bundesprogramm? Was war Inhalt, wie sahen die so aus und was habt ihr da letztendlich gefördert? Also in Gera haben wir in den letzten 2 Jahren relativ viele, also 24 Projekte, die wir bis jetzt umsetzen konnten. 12 letztes Jahr, 12 dieses Jahr und es sind aus den unterschiedlichsten Bereichen Projekte dabei, Kulturprojekte, Theaterprojekte,
Begegnungsprojekte oder dass einfache Räume eingerichtet werden, in denen man sich mehr oder weniger begegnen kann, auch über ja, Probleme in Anführungsstrichen sprechen kann, aber auch ganz einfach zusammenfinden kann, um ja, sich kennenzulernen. Gerade auch hier in Gera, wo dann vielleicht auch die Leute so ein bisschen in ihren eigenen ja, Stadtteilen, wie auch immer, vor Ort unterwegs sind und auch nicht unbedingt in den nächsten Stadtteil den nächsten Stadtteil besuchen, um dort die Leute kennenzulernen, beispielsweise viele von außen oder außerhalb von Gera, die jetzt hier in Gera leben, wohnen, arbeiten, die sich vielleicht auch nicht kennen, um beispielsweise dort Räume zu schaffen, sich kennenzulernen, Vorurteile letztlich abzubauen, um auch ein ja, gutes, friedliches, in Anführungsstrichen, Miteinander hier in Gera ja, zu leben. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen für so ein Projekt, was so die Leute zusammenbringt und in die Mitte der Gesellschaft integriert? Also was wir gefördert haben, ist beispielsweise ein Projekt der evangelischen Gemeinschaft G26, die hier ein Begegnungscafé mit Mitteln aus unserem Bundesprojekt gestaltet haben, umgesetzt haben, indem sie regelmäßig einladen, sowohl Gera Bürger, die hier schon lange leben, als auch Leute, Menschen, die neu hier in Gera sind, um ja einen Raum zu schaffen, um die Möglichkeit zu schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wo kommt man her? Wo will man hin? Was will man mehr oder weniger auch von seinem Leben, um da auch Vorurteile abzubauen, um Begegnungen zu schaffen, um die Möglichkeit, ohne große Hürden einfach miteinander ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden. Also ein Begegnungscafé letztendlich. Genau. Ja. Nur mal so, dass vielleicht der Zuschauer auch versteht, mit welchen Größenordnungen wir hier reden. Ne? Dieses Begegnungscafé, wie war da die Konzeptidee der G26? Was haben die eingereicht? Was wurde letztendlich von euch gefördert? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein langwieriger Prozess oder geht das ganz schnell? Erklär uns das doch mal bitte. Also ganz schnell natürlich wäre schwierig, wenn man einfach nur sagt, ich habe die Idee und brauche das Geld, sondern es geht natürlich, gerade wenn das über ein Bundesprogramm gefördert ist, müssen bestimmte Regularien eingehalten werden. Aber wir versuchen, die Hürden möglichst niedrig zu halten. Das heißt, einfache Anträge, einfache, in Anführungsstrichen, Finanzierung, um da auch zu sehen, dass die, oder letztlich damit wir sehen, damit das Bundesprogramm sieht, wo die Mittel hingehen. Und letztlich geht es relativ schnell. Also wir haben jedes Jahr beispielsweise 40.000 Euro, die wir vom Bund bekommen, die wir in solche Projekte stecken. Dafür machen wir dann Anfang des Jahres als externe Koordination in Zusammenarbeit mit dem Begleitausschuss, setzen wir eine Bewerbungsfrist, veröffentlichen diese, bis wann sich Projekte bewerben können. Dazu können Sie unsere Anträge von der Webseite sich downloaden, die ausfüllen, bei uns einreichen. Wir übergeben das dem BGA. Der letztendlich die Entscheidung trifft, also das sind nicht wir, sondern der BGA, der Begleitausschuss, der aus vielen verschiedenen Repräsentanten der Stadt Gera zusammengesetzt ist, sowohl aus der Politik als auch aus der Verwaltung und ganz wichtig auch für uns, für die Umsetzung des Programms, aus der Zivilgesellschaft, die dann über diese Anträge beraten, über die Ziele, die dort aufgeschrieben werden, also die einzelnen Projekte umsetzen möchten bzw. erreichen möchten. Und diese Anträge werden dann sozusagen besprochen, beschieden oder beschlossen. Und wenn sozusagen der BGA diese Projekte annimmt, geht das dann über die LOKOS, die ich schon erwähnte. Und da geht das dann den ganz normalen verwaltungstechnischen Weg. Die bekommen einen Bescheid. Und mit diesem Bescheid können Sie Ihr Projekt umsetzen. Und wir versuchen das natürlich so schnell wie möglich auch umzusetzen. Und wir haben, ja, wenn wir Anfang des Jahres sagen ausschreiben, bis die Projekte dann umgesetzt werden können, haben wir ungefähr, je nachdem, 1 bis 2 Monate,
Wir versuchen natürlich, das Ganze auch so schnell wie möglich umzusetzen, beziehungsweise die Projektgelder möglichst schnell auch an die Träger rausgeben zu können. Und dann können sie mehr oder weniger das Projekt direkt starten. Wie funktioniert das? Wie kommen die Mittel vom Bund hier in Gera an? Das würde mich mal interessieren. Also letztlich die schon erwähnte LOKOS, also die Stadt bewirbt sich beim Bundesprogramm für diese Mittel, wenn der Bescheid kommt, also die Stadt sozusagen angenommen ist im Rahmen dieses Projektes, erhält die Stadt die Gelder, wir mehr oder weniger den Auftrag, Projekte zu suchen, Träger aufzusuchen, sie zu beraten, sodass sie vernünftige auch im Rahmen der Vorgaben des Bundesprogramms die Mittel sozusagen aufzuteilen auf ihre Projektideen, die werden dann eingereicht und dann ist diese Bewerbungsfrist, die ich schon erwähnt habe, die Beratung und Beschließung letztlich im Begleitausschuss. Und dann, wenn die Projekte angenommen sind, können sie mehr oder weniger über Mittelabrufe, so wie das ganz normal ist, die Gelder sozusagen abrufen. Also wir versuchen da möglichst auch die Hürden relativ klein zu halten. Was wäre denn so eine Hürde? Eine Hürde wäre beispielsweise, wenn Projekte jetzt Gelder beantragen, die nicht immer in den Rahmenbedingungen beispielsweise für oder des Bundesprogramms ausgegeben werden sollen. Also zum Beispiel irgendjemand möchte für seinen Verein eine kleine Privatfeier veranstalten etc. und dafür Geld oder wird Geld beantragt. Das wären beispielsweise Möglichkeiten oder ein Argument, solche Projekte nicht zu fördern. Also wir wollen, wie wir schon gesagt haben, die Mitte der Gesellschaft erreichen. Das heißt, solche Projekte sollten nach Möglichkeit offen für alle sein. Was heißt denn Mitte der Gesellschaft für euch? Was ist Mitte der Gesellschaft? Die Mitte der Gesellschaft ist für uns die Bürgerinnen und Bürger, die wir hier in Gera haben. Wir versuchen, möglichst alle zu erreichen, um letztlich Möglichkeiten, Projekte umzusetzen, in der es darum geht, friedlich miteinander zu leben, Möglichkeiten der Partizipation, also der Beteiligung zu schaffen, Orte wie beispielsweise das Begegnungscafé zu unterstützen, wo sich Leute treffen können aus der Mitte der Gesellschaft, ihre beispielsweise Ängste, Vorurteile etc. Abzubauen, einfach indem man ins Gespräch kommt, nicht indem irgendjemand einen Vortrag hält und man lässt sich berieseln, ja, und baut dadurch Vorurteile ab, das ist relativ schwierig, aber bei solchen Projekten beziehungsweise Begegnungscafé eine lockere Atmosphäre zu schaffen, um nicht in irgendeiner Form den erhobenen Zeigefinger sozusagen zu zeigen und sagen, das müsst ihr machen, sondern wirklich, dass die Menschen miteinander reden, um selber für sich die Vorurteile abzubauen. Ziel ist es, die Mitte der Gesellschaft zu erreichen, um letztlich auch, wie das Bundesprogramm vorgibt, gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus, Salafismus, also alles, was sozusagen Leute in extreme Meinungen, Ideen, die Menschen haben, die vielleicht extrem sind, dass man versucht, diesen entgegenzuwirken, beziehungsweise da Möglichkeiten zu schaffen, solche extremen Gedanken vielleicht auch abzubauen, zu überdenken, neue Ideen auch zu schaffen. Und da ist uns die Mitte der Gesellschaft sehr, sehr wichtig, weil die letztlich die sind, die die Demokratie oder die an der Demokratie teilhaben. Okay, wie passt denn da ein durch euch gefördertes Projekt im Rahmen Theaterpädagogik mit rein? Ich habe kürzlich gehört, ihr habt ein Projekt gefördert der Theaterfabrik. Mhm. Und ist auch Kultur für euch ein Ansatz zu sagen, das trifft die Mitte der Gesellschaft, wir schaffen hier einen Ort der Partizipation auch über kulturelle Angebote, ne? Das ist Begegnungscafé, was jetzt Inklusion so ein bisschen bedeutet, ne? Menschen aus einer anderen Nationalität, aus einem anderen Kulturkreis einfach, die jetzt hier auch Bürger also gewähltermaßen auch Bürger von Gera sein wollen, zusammenzubringen, so dass so die eine Schiene und die andere Schiene wäre jetzt auch im
Rahmen des Bundesprogramms möglich, zu sagen, wir machen das auch über einen kulturellen Ansatz? Natürlich, also der kulturelle Ansatz ist ja, oder die Kultur der Menschen, die hier in Gera leben, Bürger, die hier schon oder Bürgerinnen und Bürger, die hier schon immer leben, aber auch die Zugezogenen. Und viele kommen her und haben vielleicht auch einen anderen Kulturhintergrund, sozusagen den auch zu nutzen, aufzuklären, beziehungsweise vielleicht auch den Einfluss, die diese Kulturen nach Gera bringen, auch zu zeigen. Weil viele kennen beispielsweise Leute oder aus dem Urlaub im arabischen Raum beispielsweise. Es ist eine andere Kultur und man sieht vielleicht ein, zwei Sachen, die man vielleicht nicht versteht, die man abhakt. Aber wenn dann Menschen von dort hierher kommen, zum Beispiel Asyl beantragen etc., dann hat man nur diese Art Vorurteile, dieses Halbwissen. Und da sind beispielsweise Kulturprojekte ein sehr gutes Mittel, um diese Konflikte, die eventuell entstehen können, einfach durch Unwissenheit, durch Vorurteile, die dort abzubauen, indem man sozusagen mit allen sich einem Thema widmet und das aus verschiedenen Perspektiven, aus verschiedenen Kulturperspektiven sozusagen dieses Thema zu bearbeiten, um zu sehen, dass beispielsweise die Menschen vielleicht gar nicht so verschieden sind wie wir oder gar nicht so viel anders sind als wir. Und da der Versuch, sozusagen ein Miteinander zu schaffen, zum Beispiel auch über Kulturprojekte, um da einfach auch Hemmnisse abzubauen, Ängste abzubauen, und vielleicht auch Argumentationen zu liefern, warum nicht jeder, der von außerhalb kommt, schlecht ist. Ja? Sondern dass das genauso Menschen sind wie du und ich und die letztlich auch einfach nur ganz normal leben wollen. Okay. Gibt es eine Tendenz, wo, also du sagst 24 Projekte habt ihr quasi fördern können. Gab es eine Tendenz, wo du jetzt sagst, okay, es war viel Präventives oder es war viel Inklusionsarbeit dabei, es war viel Kulturelles oder war das einfach so bunt und breit, dass du jetzt nicht sagen würdest, da gab es eine Tendenz? Also Tendenz, ja, ist schwer, glaube ich, die einzugrenzen. Es sind viele oder Projekte, die ja in der Begegnung, in welcher Form auch immer, ob zum Beispiel über Kulturtheaterprojekte oder dass der Demokratieraum oder beziehungsweise das Begegnungscafé, also sind letztlich Projekte, die dazu dienen, sozusagen Begegnungen auch zu schaffen. Und da kann man jetzt, denke ich mal, keine große Tendenz also finde ich jetzt nicht, dass es eine große Tendenz in. Also in dem Sinne muss ich dir schon mal widersprechen, weil ich finde, es gibt schon eine Tendenz. Die Projekte sind eigentlich das Positive der Projekte, die wir in den letzten zwei Jahren mit dem Begleiterschuss bewilligen konnten, war eigentlich das, dass sich Beteiligung ausgeprägt hat. Also genau das, was wir wollen, dass nämlich Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, der Bürger, jeder, der Interesse daran hat, einfach sich mitbeteiligt und mitgestaltet. Und das war Fete della Musica, die wir mit unterstützt haben. Das war das Projekt Garten der Demokratie, der zurzeit noch unten ausgestellt ist. Die Figuren, die mit den Schülern der Fortner Grundschule geschaffen worden sind, die unten am Bahnhof zu sehen sind. Das sind die Filme, das sind Postkarten, das sind Gespräche, wie hier die Gesprächsrunden, die zum Bereich Bildung zählen, was Töten im Namen Gottes bedeutet und solche Sachen. Also es ist eine Vielfalt an Projekten, wirklich richtig tolle Sachen, wo sich Menschen, mit dem, wie Dennis sagt, auseinandersetzt mit unserem Leben, mit Chancen, aber auch mit Grenzen. Und um das in die öffentliche Diskussion zu bringen, dafür sind wir da und da versuchen wir, alle Projekte auch zu unterstützen, die sich bei uns melden. Ich würde da auch nochmal mit anknüpfen, weil du ja auch gerade die Theaterfabrik mit angesprochen hast und ich jetzt erst vor zwei Wochen wieder dort vor Ort war beim Peter und mir das angeschaut habe. Und das ist eben genau das, was wir auch versuchen, alle anzusprechen. Und das, was der Peter gemacht hat mit dem Stück Menschenskind, das ist natürlich, er geht in die Kitas. Und auch in den Kitas werden natürlich Vorurteile oder Ängste schon seitens der Eltern mitgebracht. Und um erstmal von Kindern zu erfahren, was sind denn überhaupt eure Ängste oder wie sieht's in euch aus, hat er ein Projekt initiiert, Menschenskind, um an die Kinder ranzukommen. Ganz niedrigschwellig. Aber er erreicht da so viel, dass so viele Kitas jetzt schon wieder nachgefragt haben, können wir noch ein zweites Projekt in dieser Auflage starten? Natürlich wird das auch evaluiert, dann
also ein Nachgespräch stattfinden in den Kitas. Eltern sind begeistert, Erzieher nutzen das mittlerweile auch für sich als eine Art Weiterbildung. Dann kommt man eben mit dem Garten der Demokratie, wo Sven Schmidt mit der Kunstzone sehr aktiv ist, geht in die Grundschulen rein. Und dann haben wir natürlich wieder Projekte über den Sport oder mit dem Seniorenbeirat, wo auch wieder, also eigentlich alle quer durch die Bevölkerung erreicht werden sollen. Musstet ihr schon mal ein Projekt ablehnen? Also natürlich gibt es auch Projekte, die beispielsweise nicht reinfallen oder wo der BGA sagt, also der Begleitausschuss, dass das Ziel, was dort in dem Antrag formuliert wurde, dem Programm oder nicht in das Programm passt, um es mal allgemein auszudrücken. Natürlich gibt es auch Projekte, die so wie der Antrag oder im Antrag beschrieben, nicht umgesetzt werden. Da versuchen wir dann aber auch als Exkos auf die Antragsteller zuzugehen, versuchen mit ihnen ins Gespräch zu kommen, eventuell diesen Antrag noch zu verändern, die Ziele noch genauer zu definieren, beziehungsweise sie halt auch Richtung Demokratiebildung beispielsweise auszurichten, um so solche Projekte auch noch umsetzen zu können. Also ihr guckt da auch schon ein bisschen spezieller rein und sagt, der Ansatz, den ihr da habt oder die Idee, die ihr habt, die ist toll, aber es hapert hier an Kleinigkeiten, die wir einfach noch so ein Stück verbessern können. Genau. Dafür sind wir ja eigentlich da, um die Projekte mit zu koordinieren, aber wir sind nicht diejenigen, die dann darüber entscheiden, sondern das macht der Begleitausschuss. Und wir geben Empfehlungen, ob eben wirklich im Rahmen des Bundesprogramms alles so mit umgesetzt wird, ob die Punkte dort mit auftauchen, die Sie abarbeiten sollten. Denn natürlich sind wir auch in der Rechenschaftspflicht, wenn Sie Gelder vom Bund bekommen, möchte der Bund natürlich auch in einem Sachbericht sehen, ist es so umgesetzt worden, was wir damit erreichen wollen. Und es ist ja auch so, dass wir uns jedes Jahr gemeinsam mit dem Begleitausschuss, der lokalen Koordinierungsstelle, ja auch Ziele setzen. Für die drei Leitziele für die Stadt Gera setzen. Und an diesen drei Leitzielen müssen sich die Projekte natürlich auch orientieren. Leitziele für dieses Jahr hat Sibylle im Kopf. Weil das in dem Bereich auch mit unserer großen Veranstaltung, die wir heute ja auch gerne noch bewerben möchten, zusammenhängen. Also einmal ist es wirklich, dass wir uns vorgenommen hatten, die breite Mitte der Gesellschaft zu erreichen, zu aktivieren, zu mobilisieren, weil wir natürlich nicht gegen etwas Stimmung machen wollen, sondern wir wollen so positiv Gedanken auffangen. Wir sind für etwas. Und das funktioniert, wenn man eben nicht in die Randgruppen schaut, die sich gegenseitig, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen bekriegen wollen, sondern eben wirklich, wenn man positive Akzente setzt und schafft. Und es ist eine tolle Stadt mit tollen Rahmenbedingungen, tollen Ressourcen. Und wenn man die nutzt, kann was Tolles bei rauskommen. Also einmal die breite Mitte der Gesellschaft, dann war natürlich ein verstärktes Ziel, deswegen sitzen wir heute auch bei leckeren Kaffee. Wir wollten unser Projekt oder beziehungsweise dieses Bundesprojekt erstmal bekannt machen. Es gibt das seit 2011 und es wird von ganz vielen Vereinen und Trägern genutzt, aber man weiß es immer nicht so richtig, wer steckt eigentlich dahinter. Deswegen zeigen wir heute mal Gesicht, wen könnt ihr ansprechen, wenn ihr vielleicht eine tolle, innovative Idee habt. Also die Öffentlichkeitsarbeit primär in den Fokus zu stellen, das war die Aufgabe dieses Jahres. Und natürlich die andere Aufgabe war, in welche Richtung gehen wir. Und deswegen hast du vorhin auch gefragt, warum Kunst? Das war ein Leitziel, dass wir unter anderem auch in die Kunst mitgehen. Was für dieses Jahr nicht primär in dem Vordergrund stand, war die Flüchtlingsproblematik. Das war letztes Jahr ein Themenbereich, der wirklich auf ganz Deutschland zugetroffen hat und natürlich auch auf unseren Raum Gera. Es ist aber so, dass wir momentan 400 Flüchtlinge noch in der Aufnahmestation oben im Krankenhaus haben. Es spielt die primäre Rolle nicht. Deswegen war eben eher die Ausrichtung, in welche Richtung sollten die Projekte gehen. Kunst war damit ein Thema, was genannt wurde. Und es gibt auch eine Menge Bundes- und Landesmittel, genau, die genau für solche Flüchtlingsprojekte zur Verfügung stehen. Danke. Ja, und das war für uns auch noch eine Überlegung, genau, zu sagen, wir gucken genau, welche Projekte Und das war auch dann ein Punkt, zum Beispiel, wenn etwas abgelehnt wurde durch den Begleitausschuss, konnten wir dann natürlich aber auch wieder beratend sagen, wo könnt ihr noch Gelder akquirieren für euer Projekt? Weil toll ist es, es passt bei uns aber momentan in Demokratiebildung nicht rein, aber die und die Möglichkeit gibt es. Und ich glaube, dafür sind uns die Träger dann auch dankbar, dass da vor allen Dingen auch Andrea einen sehr großen Weitblick mit hat, weil sie das eben auch schon so viele Jahre ausfüllt.
in der Kindervereinigung, dass sie auch weiß, wo kriegt man noch andere Gelder her. Thema Öffentlichkeitsarbeit, was habt ihr da bisher gemacht? Möchtest du uns das ganz kurz zeigen? Ja, also was haben wir bis dato gemacht? Wir haben momentan in unserer Stadt Gera 5 Plakate, die hängen schon bei ganz vielen Vereinen und Trägern, auch in der Bibliothek, in Schulen sollen sie mit aktiviert werden, hingegangen zu werden. Und für Oktober haben wir es geschafft, dass die City Lights unsere Plakate aushängen. Und natürlich, was ist auch wichtig, Dreh- und Angelpunkt des Gerschen, das sind natürlich die Straßenbahnen. Und an den Straßenbahnen werden wir das natürlich auch in den Häusern dort finden, in den Kabinen. Und somit kann sich der Gersche identifizieren. Und das, was eben auch aussagt, miteinanders für Gera. Was heißt das? Miteinander und anders. Also wir sind auch alle Individualisten. Das muss man natürlich sich auch klar machen. Aber trotzdem sind wir Einwohner einer Stadt und wir können diese Stadt gestalten. Das war für uns wichtig an dieser Stelle. Wir haben 5 Motive, haben uns aber für dieses Motiv entschieden, weil wir eben auch den Spruch sehr, sehr toll fanden, was du Gutes tust, kommt irgendwann zu dir wieder zurück. Und wie gesagt, die werden jetzt aushängen, die werden durch die Stadt plakatiert sein bis November hinein. Und damit habt ihr einen Anlaufpunkt, wo könnt ihr euch hinwenden? Okay, das ist das eine. Wir sitzen ja, glaube ich, heute auch zusammen, weil aus eurer Sicht die Ex-Kos bzw. das Bundesprogramm Demokratie leben noch viel stärker auch in der Stadt präsent sein sollte. Jetzt für so kleine Projekte, ne? Also ich nenne es jetzt einfach mal kleines Projekt, obwohl es natürlich eine große Wirkung haben kann, wie zum Beispiel, wie du gesagt hast, dieses schöne Theaterprojekt der Theaterfabrik. Ich kam da nämlich auch nur drauf, weil ich Mama in einem Kindergarten bin und da jetzt bald bei diesem schönen Projekt auch mal mitmachen werde. Das trifft jetzt so mich als Mama in einem Kindergarten, ne? Und wir haben aber ja trotz allem noch viel mehr Einwohner als nur mich. Wie kommt ihr denn jetzt mal abgesehen von diesem Format, und wir hoffen, viele von Ihnen schauen zu und verfolgen das einfach mal hier, diesen Talk. Wie kommt ihr an die breite Masse in der Stadt? Also wie kommen wir an die breite Masse dieser Stadt? Zum einen haben wir viele Postkarten, die natürlich auch überall ausliegen und hängen. Und da sie kostenlos zur Verfügung gestellt werden, ist es natürlich auch selbst für den Touristen ein schöner Anreiz. Ach, das nehme ich mir jetzt einfach mal mit und schicke einen Gruß, egal an wen. Sie liegen in Jugendclubs aus. Wir wissen dort, dass sie einen guten Absatz finden. Also sowohl im Stadtjugendring als auch oben im Mehrgenerationshaus mussten wir jetzt schon ein paar Mal wieder nachliefern. Das finde ich dahingehend ganz toll. Wie kommen wir noch an die breite Masse heute? Wie kommen wir auch oder wie kann man mit uns Kontakt aufnehmen? Natürlich über unsere Homepage. Da kann dann Danny mehr dazu sagen, denn er hat mich mal aufgeklärt, dass es ein Blog ist, der ist moderner, also auch um an das Jungvolk ranzukommen. Über unsere Begleitausschussmitglieder, die wirklich dieses Jahr aktiv daran tun, uns bekannt zu machen, nicht uns, sondern dieses Programm bekannt zu machen. Das ist ihre primäre Aufgabe. Das war ein Leitziel im Festgelegt. Und wie seid ihr zufrieden bis jetzt? Bis jetzt könnte ich es mir noch. Ja, es ist ausbaufähig, wollen wir es mal so sagen. Es ist ausbaufähig. Also wir haben viele, die aktiv was mitnehmen, sei es an Giveaways, sei es an Plakaten. Aber dennoch ist es eben nicht so angekommen. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon nochmal Danke sagen, dass wir halt unterstützt werden von dem Fachdienst für Presse und Marketing, insbesondere eben auch von der Frau Kühn, die es wirklich geschafft hat, dass jetzt nochmal die Plakate innerhalb der Stadt ausgehangen werden, dass wir die Bekanntheit haben. Und zudem wird es eine große Demokratiekonferenz dieses Jahr geben, wo wir natürlich Vertreter oder die Repräsentanten, wie es der Daniel gesagt hat, aus der Stadt einladen, die Stadträte, Vereine, Träger, auch Personen aus der Wirtschaft, aus der Zivilbevölkerung. Also das ist nochmal so ein Aufruf. Am 22.11. wird eine Demokratiekonferenz im Rathaussaal stattfinden. Und was uns ganz besonders stolz macht, weil ja auch dieser Begleitausschuss und dieses Programm Demokratie leben durch den Stadtrat mit bestätigt wurde mehrheitlich, übernimmt die Schirmherrschaft für diese Demokratiekonferenz unsere Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Viola Hahn. Okay, das klingt jetzt wieder sehr nach Vereine, die vermutlich da auch schon mal Kontakt hatten zu diesem Bundesprogramm Demokratie leben, nach Personen aus der Wirtschaft, die du gesagt hast, aus der Politik, sicherlich ganz wichtige Leute. Was ist mit der Mitte? Was ist denn mit den Bürgern? Kann ich da jetzt einfach hinkommen? Ja,
Also jeder, der sich irgendwie an demokratischen Prozessen oder demokratisch beteiligen möchte, der ist herzlich eingeladen, einfach am 22.11. um 17 Uhr ins Rathaus mit rumzukommen, weil wir haben vielleicht tolle Ideen, aber ihr habt vielleicht viel bessere. Und auch die Person, also ich bin ganz froh darüber, dass jetzt auch so aus dem ländlichen Raum endlich mal jetzt so ein Input kommt. Ja, wir leben für unsere Stadt. Und jeder, der irgendwie mit uns ins Gespräch kommen will, ist dazu herzlich eingeladen, diesen Prozess mit zu begleiten oder selbst eben die Ideen mit reinzureichen. Okay, aber die Demokratiekonferenz habt ihr jetzt nicht dafür veranstaltet, um ganz viele Input-Projekte zu machen. Ihr wollt sicherlich auch mit der Demokratiekonferenz nochmal umreißen, was ihr als was bisher im Bundesprogramm gelaufen ist, wie es gelaufen ist und was ihr euch vielleicht für das nächste Jahr vornehmen wollt. Steht das schon fest oder arbeitet ihr noch daran? Also das Konzept steht soweit fest. Wir sind noch so an einzelnen Kleinheiten, an denen wir feilschen müssen. Aber nichtsdestotrotz wird natürlich, wie eine Konferenz sagt, man wird vorher informieren, was sind die Leitziele für 2017, was wir vorher in einem Workshop uns erarbeiten werden im engeren Rahmen. Das werden wir dann natürlich präsentieren an die ich jetzt aufrufe zu kommen. Wir werden die Leitziele präsentieren. Wir werden auch einzelne Projekte in unterschiedlichen Methoden präsentieren. Also auch wer nicht die Möglichkeit hatte, zum Beispiel sich Menschenskind anzugucken, Peter wird das dort vorführen. Der Garten der Demokratie soll mit vorgeführt werden. Ein ganz tolles Projekt, Spielen verbindet. Das ist auch über alle Generationen. Das Mehrgenerationshaus sagt es schon. Also jede Altersgruppe, jegliche Kultur. Und aber was ich auch noch ganz spannend finde, es sind auch Spiele aus unterschiedlichen Zeitepochen. Also selbst griechische und römische Spiele spielen dort mit eine Rolle, Mittelalterspiele spielen eine Rolle und das eben ganz, wie es schon sagt, Spiele verbindet. Wen wir auch eine Plattform geben wollen, ist unser Jugendrat in der Stadt Gera. Ja, wir haben auch einen Jugendrat und der ist ganz, ganz doll aktiv in der Trägerschaft des Stadtjugendrings. Und auch dieser Jugendrat hat dieses Jahr Projekte, Mini-Projekte mit rausgegeben für 500 Euro. Das sind die Flyer, die durch die Stadt gegangen sind. Und auch sie werden sich vorstellen, präsentieren. Jeder Jugendliche ist dazu aufgerufen, dort aktiv mitzuwirken, um was für seine Stadt zu tun. Und natürlich das, was uns alle freut. Es wird im Anschluss ein kleines Buffet geben, wo man natürlich nochmal so die zwischenmenschlichen Kontakte pflegen kann, wo man aufeinander zukommen kann, wo es eben ein schöner, ruhiger Ausklang wird und vielleicht die eine oder andere Idee schon in Köpfen geistert, die dort vielleicht für nächstes Jahr dann Realität fassen können. Okay, also wäre jetzt damit geklärt, es darf jeder, der Lust hat, jeder, der gerne Demokratie mitgestalten möchte, jeder, der was für seine Stadt tun möchte, ist herzlich eingeladen, am 22.11. um 17 Uhr ins Rathaus zu kommen und die Demokratiekonferenz zu begleiten. Ich denke, abschließend würde ich euch gerne fragen, und es wäre mir ganz lieb, wenn ihr alle so einzeln mal ein bisschen was dazu sagt, ne, weil jeder hat so eine andere Sicht auf die Dinge. Warum ist denn nun dieses Bundesprogramm Demokratie leben aus eurer Sicht für Gera so wichtig? Also wir haben jetzt schon viel gehört. Ich weiß, was für euch die Mitte der Gesellschaft bedeutet, ne? Aber für jeden Einzelnen von euch, wo ihr teilweise länger schon oder auch ein bisschen kürzer an dem Programm teilhabt und mitarbeitet, was denkt ihr, warum ist das Bundesprogramm Demokratie leben so wichtig für Gera? Also aus meiner Sicht, für mich bedeutet Demokratieleben eine Riesenchance für den Bürger, für den Einzelnen, wirklich sich beteiligen und aktiv etwas gestalten zu können. Also und das zu begreifen, da hoffen wir, dass wir noch mehr Mitstreiter finden, die begreifen, dass das eine Chance auch für sich selber sein kann, sich auszuprobieren, sich neue Grenzen setzen, eigene Fähigkeiten auszuprobieren, Neues zu erkennen. Das, glaube ich, die Chance sehe ich da drin. Und sich natürlich auch zu positionieren, klar hinzustellen, wo stehe ich in einem demokratischen Prozess. Also für mich persönlich ist dieses Programm eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfache Ideen, die man hat, die man vielleicht auch aus Problemen, die man im alltäglichen Leben vielleicht erfährt, Möglichkeiten oder Mittel zu bekommen, Mittel zu erhalten, solche Problemlagen in Projekten, ja, nach Möglichkeit mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen auch umzusetzen. Relativ einfach, ohne größere Hürden, ohne dass man jetzt
erst beim Land beantragen muss oder in bestimmten Netzwerken zu sein oder sein muss, um solche Sachen oder an solche Gelder auch ranzukommen, sondern ich finde es sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv, auch für das Zusammenleben in so einer Stadt letztlich auch, ob das nun ländlich geprägt ist oder auch im Innenstadtbereich beispielsweise, dort Projekte umsetzen zu können, die sonst vielleicht gar nicht möglich wären und damit sozusagen auch die Demokratie oder das demokratische, friedliche Miteinander zu unterstützen. Ja, warum ist das für mich wichtig? Es wurde jetzt schon so viel gesagt in Ergänzung. Das, was Danny gerade gesagt hat, möchte ich aufgreifen. Für mich ist es zum einen wirklich eine Chance, Sachen zu verwirklichen, die sonst wahrscheinlich in unserem finanziellen Rahmen unserer Kommune nicht möglich wären. Das ist aber nicht nur für Gera, sondern das trifft eigentlich auf 80% der Kommunen in Deutschland zu. Mit diesen Geldern vom Bund hat man die Chance, doch wirklich was für sich, vielleicht für seinen Nachbarn, für seinen Mitmenschen, den Gegenüber was zu tun und was Tolles zu schaffen. Und dieses Tolle zu schaffen, finde ich, dass, jetzt spreche ich mal als Lehrerin, dass ich denke, dass Demokratiebildung von klein auf bis zum Ende des Lebens kontinuierlich daran gearbeitet oder geschaffen werden muss, um das aufrecht zu halten. Das ist für mich so wichtig und diese Chance gibt dieses Programm. Vielen Dank. Bedanke mich herzlich, dass ihr heute hier wart. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie diesen Talk verfolgen. Möchte Sie nochmal dazu aufrufen, Demokratie leben, sich mit diesem Bundesprogramm ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich beteiligen möchten. Vielleicht kann Danny abschließend nochmal ganz kurz die Webseite erwähnen, wo Sie alle möglichen oder unmöglichen Informationen, die Sie gerne haben möchten, herbekommen. Und an dieser Stelle würde ich mich jetzt schon mal gerne von Ihnen verabschieden und gebe das schlussendliche Wort an Danny. Danke. Genau, also Informationen zum Bundesprogramm finden Sie unter www.demokratie-leben.de und zur Umsetzung hier in Gera dann unsere Webseite www.excos-gera.wordpress.com. Dort finden Sie alle Informationen zum Programm, zur Umsetzung, die Anträge, und natürlich auch die Kontaktdaten, falls Sie Informationen persönlicher sozusagen entgegennehmen wollen, auch das Gespräch suchen wollen. Da finden Sie alle Kontaktdaten zu unserem Programm, zu unserer Exkurs hier in Gera.